2020 wurden wir ja sehr hart getroffen, indem uns hier 4 Tage vor der Premiere die Aufführung abgesagt wurde, aufgrund des Lockdowns eigentlich. Und das Stück war fertig geprobt und wir konnten es nicht aufführen. Es hat sich dann auch keine Gelegenheit ergeben, in den nächsten Jahren dieses Stück wieder aufzuführen. Und dann haben wir uns quasi entschieden, das Captain Louis in Angriff zu nehmen, das eigentlich schon für 2021 geplant war. Beim Stück Captain Louis geht es um einen Jungen, der in eine neue Nachbarschaft gezogen ist und zuerst keine Freunde findet. Und dann fliegt er mit seinem Flugzeug in seine alte Nachbarschaft, wo er dann mit seinen Freunden redet und die ihn ermutigen, dass er sich doch mit anderen Leuten aus seiner neuen Nachbarschaft mal unterhalten soll. Und das gesamte Stück spielt an Halloween, sodass er mit seinen Freunden auch Süßes oder Saures geht. Die Songs, die wir bei Captain Louis spielen, sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir spielen insgesamt ja 12 Stücke. Dabei sind das ein Stück sehr langsam und gefühlvoll, würde ich sagen. Das ist das 9. Stück. Und dann sind da auch ein paar Swing-Songs, also eher so ein bisschen gelassen und halt so, das ist das 5. Stück. Und dann gibt es halt noch eher so dramatische, gruselige Stücke, gibt es auch, so das 4. Stück. Und dann gibt es halt auch noch so ganz normale, halt so Funk und sowas. Das sind halt die meisten Stücke, würde ich sagen. Ich denke, Captain Louis ist eine sehr aufgeweckte Person, aber also. Und also sie hängt sehr an ihren Freunden, sag ich mal so. Und sie ist sehr traurig, dass sie in ihre neue Nachbarschaft ziehen muss, aber freut sich trotzdem, dass sie halt mit ihren Freunden Halloween feiern kann. Das Stück zeigt sozusagen, dass man, egal was passiert, dass man immer noch Freunde bleiben kann. Und auch wenn zum Beispiel man in anderen Bundesländern wohnt oder in anderen Städten, kann man trotzdem Freunde sein. Und also es ist alles möglich sozusagen. Also es ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich da so auf der Bühne stehen darf und dass ich also vor dem Publikum singen darf. Ja, ich bin sehr nervös vor allem, weil ich Angst habe, dass ich so ein paar Töne nicht treffen werde, aber ich glaube, es wird sehr viel Spaß machen. Es klingt vielleicht ein bisschen selbstverliebt, aber ich finde meinen Song schon ziemlich cool, also den ersten, weil wir dann auch so auf dem Schiff drauf sitzen und da so ziemlich viele coole Sachen passieren. Ich will jetzt nicht spoilern. Und ja, also ich finde es das erste Lied am besten. Und Nummer 7, da ist meine beste Freundin am Rappen, deswegen. Im Moment überwiegt auf jeden Fall die Vorfreude dem Lampenfieber, ich kann es gar nicht erwarten, dass wir da wieder mit so einer Gruppe uns den Applaus abholen.